So, da sind wir wieder. Las Vegas in der Nacht. So, mache ich mal diesen scheiß Marker hier weg. So, ich habe mir gedacht, ich meinte es als separate Folge, nämlich einfach nur jetzt hier nachts rumcruisen. So ein paar Minuten lang. Und dann fahre ich gegen Tag dann weiter, dass man den Grand Canyon auch genau sehen kann. Deshalb fahre ich jetzt hier ein bisschen in Las Vegas rum. Das ist jetzt ziemlich geil, wie es jetzt aussieht nachts, mit den ganzen Beleuchtungen und sowas. Feuerstatue haben wir hier auch stehen. Die ganzen, Gebäude, beleuchteten... Es ist ja riesig eigentlich. Es ist ja sozusagen einzig und allein so eine fette Casino-Landschaft mit jeglichen Wahrzeichen von allen Ländern irgendwie nochmal kopiert. Zum Beispiel hier der... Scheiße. Hier ist zum Beispiel der... Fucking. Warum fahre ich immer gegen Bäume? Der Eiffelturm, der Freiheitsstatue. Richtig, richtig nice. Die ganzen Hotels auch mit den Casinos integriert. Auch so beleuchtet bis zum geht nicht mehr. Hoffe ich, dass ich hier mal irgendwie... Es also wäre wirklich geil, wenn man auch in so ein Ding reinfahren könnte. Schlängel dich durch den Verkehr, um die Cops loszuwerden. So. Wisst ihr, was ich meine? Ich meine so ein Ultra, so allgemein, dass du so eine fette Durchfahrt hast in so einem Casino, dass du mal so drinnen bist. Wäre irgendwie geil, wenn es das irgendwie gäbe. Aber also so nebenan einfach die ganzen Pokertische und das ganze Zeug ist. Aber mal so mitten durchfahren. Boom. Sehr nice hier. Frankie, der ist eigentlich noch hier drinnen, aber der ist irgendwie weg. Deswegen ist der jetzt gerade nicht da. Boah, Burg. Kann man hier hoch? Nein, oder? Er ist blöd. Es wäre schon geil, wenn man hier auch durch diese Pflöcke da durchfahren könnte, dass man auch so in diese Gebäude oder in dieses, zum Beispiel vorhin das Stadion einfach rein kann. Das wäre schon cool. Vielleicht gibt es auch irgendwelche Möglichkeiten durch Bugs oder Glitches oder sowas. So, die Swings haben wir hier. Fette Pyramide, fettes Hotel. Und da hochfahren wäre doch geil. Dass du dann hier wieder runterfährst und in der Pyramide runter. Genau, sowas meine ich ja, diesen fetten Durchgang nur im Casino drin. Das wäre wirklich nice. Hui! Hier von Dingen. Borneo Cove. Krass. Ramses. Na, ein bisschen nach rechts dann. Na, ist ja nochmal so ein Hotelding. Fahren wir aber jetzt an der anderen Seite weiter. So. Fahren wir noch hier kurz rum. Haben wir, denke ich, mal den Großteil gesehen. Scheiße, Restaurant, Coffee Family. Genau, fahren wir hier nochmal durch. Scheiße. Also ich verkacke immer noch so kleine Kurven und sowas. Ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Gewöhnungsbedürftig die Steuerung. Wie gesagt. Wird hoffentlich noch ein bisschen was gemacht, aber so krass schlecht ist jetzt auch nicht die Steuerung. So. Ich hoffe, es gibt noch diesen fetten Springbrunnen. Gibt's ja auch in Las Vegas. Da, der fette Turm. Shit! Komm schon, weiter geht's. Wind Palace. Oh ja, sieht es nicht geil aus hier. Zirkus.
Also ultra fette Zirkus hier. Ah, oh, ist ein Online-Spieler hier, der nervt mich jetzt schon. Sein Nissan. Geil! Oh, da muss man durchfahren. Ha, so ein Spaß da oben, der gesessen ist. Hab den gesehen. So, Gotti Store. Alter, krass. So. Im Großen und Ganzen war es das hier. Noch bis Sicherheit irgendwelche geilen Orte, die man hier noch sich anschauen kann. Ich bin jetzt mal hier die Folge und am Tag geht's dann weiter in der nächsten mit der Tür zum Grand Canyon. Ciao!